meine Abfahrt, wie ich möchte. Hier ist jetzt hier weitergehen und auch die Polizei, die das Gebiet hier großräumig abgesperrt hat, die muss erstmal sich sortieren und natürlich erstmal in diese Ordnung, in diese angespannte Lage bringen. Wir hören eben gerade auch, dass die Polizei, die spanische Polizei bestätigt, dass es wohl tatsächlich 13 Tote bei diesem Anschlag in Barcelona gegeben hat. Christina, Sie sind ja schon seit einigen Tagen in Barcelona unterwegs. Hatten Sie das Gefühl, dass die Sicherheitslage, dass die, sagen wir, auch Präsenz der Polizei dort besonders hoch ist, oder war es im Endeffekt ein, naja, normaler Wochentag wie viele andere auch? Also man muss ganz kurz sagen, ich bin tatsächlich noch nicht so viele Tage unterwegs hier in Barcelona, sondern eigentlich erst seit heute. Dementsprechend kann ich dazu leider nicht so wahnsinnig viel sagen, aber man hat schon gesehen, also auch zum Beispiel am Flughafen, da war sehr verstärkte Polizeipräsenz und jetzt auch, dass ich in der Stadt gelaufen bin jetzt die vergangenen Stunden, da hat man auch natürlich gesehen, die Polizei ist präsent, aber es war jetzt nicht so, dass man in irgendeiner Form sich unwohl gefühlt hat oder gedacht hatte, da könnte jetzt irgendwas passieren. Aber man ist natürlich in großen Metropolen sehr angespannt, auch gerade aufgrund der Vorkommnisse der vergangenen Monate, dass es doch immer wieder zu einem Anschlag kommen kann. Und wie wir jetzt wirklich gesehen haben, auch gerade mit einem Lastwagen in Menschenmengen zu fahren, das ist natürlich auch ein Motiv einer Art des Anschlags, die nicht selten vorkommt. Ja, darüber haben wir eben gerade ja auch schon mit Michael Ortmann in Teilen gesprochen. Vielen Dank erstmal für den Moment, auch Christian Lach mit live aus Barcelona. Wir melden uns wieder bei Ihnen, wenn wir mehr